Ja, wir versuchen heute mal bei einem Mercedes CL 500 der Baureihe 140 die Radlager zu wechseln und dachten, wir machen auch gleich mal ein Tutorial draus, denn gerade bei so einem Wagen, der jetzt mittlerweile auch so ein bisschen als Dienstwagen bei den Drehspieß-Restaurants angelangt ist, besteht vielleicht Bedarf, das auch mal selbst zu machen. Ja. So, und die erste Idee, was wir zuerst machen wollen, ist mal zu sehen, wie sich das Rad dreht. Und am Schluss müssen wir dann wir müssen das Radlager festziehen. Und das Festziehen ist ein bisschen eine tricky Sache. Weil wenn man es zu fest macht, dann dreht sich das Rad nicht mehr und wird heiß. Und wenn man es zu locker macht, dann wackelt es rum. Und hier scheint es genau ideal zu sein. Das heißt, es dreht sich noch ganz gut. Aber wenn man versucht, an dem Rad zu wackeln, dann hat es kein Spiel. Und so müssen wir das Spiel auch wieder hinkriegen, wenn das neue Radlager dreht. Also wir bauen jetzt den Bremssattel ab. Und an dem Bremssattel hängt der Sensor für die Bremsverschleißanzeige fest. Den müssen wir abmachen. Hinten haben wir noch den ABS-Sensor. Genau, der ABS-Sensor ist dieses hier. Den lassen wir dran in dem Beispiel. Muss aber vorsichtig sein, dass der nicht kaputt geht. Und der eigentliche Bremsschlauch hier hinten, der an der Bremse dran hängt, den lassen wir auch dran, weil wir den ganzen Bremssattel gar nicht abbauen, sondern weil wir den einfach hier hochbinden werden. Aber man muss dabei aufpassen, dass man den Bremsschlauch nicht beschädigt, weil sonst funktioniert natürlich die Bremse nicht mehr. Simply do it. Für eine Größe? 19 mm. Okay, also jetzt machen wir mit einer 19 mm Nuss die beiden Schrauben ab, die den Bremssattel festhalten. Also wir wollten vielleicht ein Wort dazu sagen, dass es nicht tote Linie ist. Wir schrauben jetzt den Achsschenkel ab und dafür brauchen wir diese Schraube und diese. Und das scheint jetzt hier relativ einfach zu gehen. Allerdings sind die mit 115 Newtonmeter angezogen. Das heißt, mit diesem Schraubendreher sind wir tatsächlich nicht weitergekommen, sondern dazu muss man eine solche Verlängerung nehmen, muss sie aufsetzen, muss die Schraube erstmal lose machen und dann kriegt man sie ganz gut runter. So, hier ist ein bisschen aufpassen, dass man den ABS-Sensor nicht beschädigt, der geht relativ schnell kaputt. Man kann ihn vorher auch einfach abschrauben, ich lasse ihn jetzt mal dran, weil wir den Bremssattel nicht wirklich wegmachen wollen. Aber hier ein bisschen aufpassen mit dem ABS-Sensor. Beim Abnehmen des Bremssattels muss man aufpassen, dass man ihn nicht runterfallen lässt. Denn da hängt ja der Bremsschlauch dran und wenn der Bremsschlauch erstmal beschädigt ist, dann ist natürlich weniger günstig. Wir müssen dann auch versuchen, den Bremssattel hier irgendwie festzumachen, damit er nicht einfach runterhängt. Ja? Der Schutz des Bremsschlauches ist schon ziemlich wichtig, denn die Bremse soll ja noch funktionieren später. Okay. Denkt den Bremssattel ab. Ich hoffe es zumindest. Beiden Schrauben raus. Beim W140 sind es nur zwei Schrauben in der Anleitung. Auf dem WIS ist es etwas universell beschrieben. Das muss für verschiedene Typen funktionieren. So, was haben wir denn hier los? Jetzt sieht man vielleicht bei der Gelegenheit auch nochmal den Bremsschlauch hier. Genau der ist, auf den wir sehr aufpassen müssen. Den wollen wir nicht kaputt machen. Deswegen versuchen wir, das ist hier möglichst minimal invasiv festzumachen. Hendrik! Und du darfst assistieren und das hier nehmen. Die Bremsscheibe ist eigentlich nur an einer Schraube festgemacht, nämlich diese. Und dann gibt es noch zwei sogenannte Spannhülsen, das ist diese und diese. Die sorgen einfach dafür, dass die Führung des Ganzen wichtig ist. Das ist, die Bremsscheibe ist nur deswegen mit einer Schraube festgemacht, weil später die großen Schrauben für das Rad die Bremsscheibe auch nochmal festhalten. Das heißt, es ist im Prinzip nur dafür gut, dass das Ganze quasi während der Montage nicht sofort abfällt. Das Problem bei den Spannhülsen ist, dass man die vor dem Wiedereinbau rausziehen muss. Und ob wir das schaffen und wie, das wissen wir noch nicht so genau. Aber bauen wir es erstmal auseinander.
Übrigens, man muss ein bisschen aufpassen, je nachdem, was man vorher mit dem Auto gemacht hat, können die Bremsscheiben ziemlich heiß werden. Sogar extrem heiß. Das heißt, ich muss da vorher erstmal vorsichtig testen. Okay, so jetzt sollte man eigentlich in der Lage sein. Ja, das ging recht einfach. Geht's ans Eingemachte. Jetzt müssen wir erstmal die Radnabenkappe oder auch Fettkappe genannt abziehen. Ich weiß aus Beschreibung anderer, dass die dabei manchmal kaputt geht. Das ist nicht so schlimm, weil in den Radlagersätzen hier der Originale von Mercedes ist die Fettkappe auch mit dabei. Also wir brauchen das nicht unbedingt ganz lassen. Das scheint eine etwas fragile Angelegenheit zu sein. Vielleicht ist noch hier zu diesen Sätzen zu sagen, die sind nicht so furchtbar teuer und vielleicht ist es gerade bei solchen sicherheitsrelevanten Teilen eine ganz gute Idee, im Zweifelsfall lieber den Originalsatz zu nehmen, es sei denn, man weiß ganz genau, wer der Zweithersteller ist. Willst du mal? So kunstvoll wie der Hendrik das macht, machen wir wahrscheinlich die Radnabenkappe nicht mal kaputt. So, so war es auch gedacht. Hier ist ein sogenanntes Hochleistungsfett drin. Das kann sehr heiß werden oder das darf sehr heiß werden. Da darf man auch nicht jedes nehmen, sondern da sollte man am besten auch das vom Hersteller nehmen. Ich kann das mal ganz kurz noch zeigen. Das ist diese phänomenale Tube mit der Nummer, ja hier mit dieser da. Vielleicht ist einer von A002. Na wie auch immer, also ich kann das später nochmal reinstellen. Auf jeden Fall muss das eben so ein Hochtemperatur-Weltlagerfett sein. Da gibt es auch unterschiedlich von was vermutlich, aber das ist jetzt auch das vom Hersteller. Mit diesem Sechskant öffnen wir jetzt hier diese Sicherung und wenn die Sicherung geöffnet ist, dann können wir die Klemmmutter rausdrehen und vielleicht später auch beim Einbau. Das Ganze wird genau so weit zuzudrehen sein, dass es sich auf der einen Seite noch relativ leicht dreht, auf der anderen Seite aber keinerlei Spiel hat. Und ich löse jetzt mal die Sicherung. Reicht schon. Reicht schon. Können wir das Ganze rausnehmen? Jetzt sehen wir, das harte Spiel. Ja. Das harte Spiel, so darf es später nicht sein. Ja, das sehen wir wieder. Okay, immer noch ein bisschen Spiel. Jetzt gerade kein Spiel mehr, aber es geht relativ rund. Ja. Und genau dieses Zwischending müssen wir später auch wieder hinkriegen. Sehen Sie nicht. Jetzt nehmen wir das Ganze raus. Okay, ist viel passiert. So was drin. Und das Ganze müssen wir jetzt wieder ersetzen. Super. Ich würde sagen, dafür gehen wir mal rüber an den Tisch. Ja. Denn das müssen wir jetzt raus. Jetzt kommt der Rausklopfteil. Ja. Da haben wir das vordere Radlager. Das ist dieses kleine. Und hier das hintere. Ja. Hier sehen wir die Ersatzteile. Das hier ist das hintere. Das schmutzig machen. Und das hier ist das vordere. Aber das vordere kann man einfach rausnehmen hier. Vielleicht brauchen wir es ja noch, wer weiß. Alles in die Hose geht. So, dieser, wie sagt man dazu, Achsring, auf dem das Lager läuft, also der innere, der muss es raus. Und dafür müssen wir den hier durchhauen. Wer richtig gutes Werkzeug hat, kann das sozusagen von hier ansetzen und kann das Ganze dann nach oben rausschrauben. Ja, aber wer das nicht hat, der muss eben hämmern. Und deswegen wird der Hendrik jetzt mal diesen Ring raushämmern. Immer wieder drehen, damit das sich nicht verkantet. Wieder drehen, damit das sich nicht verkantet. Mal gucken, ob er sich bewegt hat. Ja, hier ist er schon jetzt deutlich über den Überstand raus, aber es ist eine mühsam nähert sich das Eichhörnchen. So weit raus, dass er unten praktisch auf der Tischplatte aufstoßen würde. Deswegen haben wir das mal in dem Amboss eingelegt.
Und von unten kann man sehen, dass Schraubstock eingelegt. Und von unten kann man sehen, dass hier jetzt langsam der Ring rauskommt. Das ist eine ziemlich hartnäckige Sache. Man hat lange den Eindruck, dass sich eigentlich überhaupt nichts tut. Aber ihr seht da, dieser Ring, der kommt jetzt langsam raus. Also dieser Ring war jetzt so drin, den haben wir jetzt so rausgehämmert. Da kommt später der neue rein. Jetzt können wir hier durchhämmern, dass das andere Lager auch auf der Innenseite rauskommt. Dafür muss praktisch dieser Simmerring weg und dann können wir das einfach rausnehmen. Dafür haben wir jetzt fantastischerweise hier dieses zufällig passende Spezialwerkzeug. Das liegt sozusagen jetzt direkt auf dem Kugellager auf und das Kugellager drückt dann auch den Simmerring nach unten raus. So sieht das Ganze aus. Und jetzt haben wir leider hier, das ist das Kugellager, da vielmehr ist es, glaube ich, ein Kegellager. Und jetzt haben wir hier allerdings nochmal einen Ring. Den müssen wir leider auch noch rausklopfen in die andere Richtung. Das ist der Teil, der am wenigsten Spaß macht, weil man eigentlich den ganzen Eindruck hat, es tut sich überhaupt nichts und man macht sich sozusagen das Lager kaputt. Ja, also das muss jetzt sozusagen von hier aus geklopft, auch noch hier raus, weil dieses Teil wollen wir auch erneuern. Wenn also dieser Kranz schlecht rausgeht, dann kann man versuchen, das äußere Teil zu erwärmen. Das dehnt sich dann aus und dann ist das Ausschlagen ein bisschen einfacher. Wer also mit dem einfachen Ausschlagen nicht hinkommt, der kann das mal probieren. Zwar geht es dadurch, das haben wir es leider nicht gezeigt, dass man den neuen Ring reinlegt, den alten drauf. Und dann kann man noch mal was dazwischen legen, wenn man will, und dann möglichst gleichmäßig rundherum. Oder was noch schöner ist, mit zwei Leuten von beiden Seiten gleichzeitig. So haben wir den jetzt reingekriegt. So machen wir das bei der anderen Seite auch. Hier ist der neue Ring. Das hier ist der alte. Den alten legen wir gerade da drauf. Und jetzt versuchen wir das hier einigermaßen, ja, wenn wir es eigentlich können. Ja. Sieht so aus, als ob der ziemlich drin wäre. Ich kann das ja unten nochmal prüfen. Wir können nochmal ein bisschen hauen. Das hält er jetzt auch ziemlich gut fest mittlerweile. Ich kann nochmal drehen, ein Stück. Aber da hört man schon, viel tut sich da nicht mehr. So, jetzt haben wir die beiden Ringe drin. Jetzt kommen als nächstes die neuen Kegellager und reichlich Welsfett natürlich. Ja.